Liebe Junggesellinnen und Gesellen, die Zeit fliegt. Du bist der Pilot oder die Pilotin. Deine Zeit ist jetzt. Wir sind, glaube ich, alle ziemlich sexy heute Abend. Sehr geehrte Junggesellen, Ausbilder, Eltern, sehr geehrte Berufsschullehrer von der PMH-Schule in Nürtingen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier in der Kreuzkirche in Nürtingen als Obermeister der Inno Neckar-Vils zur Lossprechung unserer diesjährigen frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen des Maler- und Lackiererhandwerks. 30 Auszubildende des Maler- und Lackiererhandwerks werden in wenigen Minuten freigesprochen und dadurch offiziell zu Junggesellinnen und Junggesellen. Und darauf können Sie stolz sein. Vorher möchte ich jedoch noch Steffen Schweizer, unseren Prüfungsausschussvorsitzenden, auf die Bühne bitten. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Auch mein Dank geht an Sie, an die Ausbilder, an Frau Buck und Frau Sticker von unserer Innung, an die ganzen Prüfer, die ehrenamtlich viele, viele Stunden in der Schule standen. Und selbstverständlich auch ein ganz besonderer Dank an die Philipp-Matthias-Hahn-Schule und alle Lehrkräfte. Meine große Bitte ist es, dass alle jungen, neuen Kräfte in unserem schönen Beruf, unserem Beruf auch erhalten bleiben. Als nächstes möchte ich bitte den Marcel Bokowitz auf die Bühne bitten. Er wird eine Schülerrede halten. Vielen Dank. Ja, ich wünsche Ihnen auch alle einen wunderschönen guten Abend und ich darf Sie im Namen uns Schüler begrüßen heute Abend. Und als ich dann überlegt habe, was ich sagen wollte, ist mir aufgefallen, dass ich genau aus dem Grund eine Ausbildung im Handwerk gewählt habe. Nämlich eine Ausbildung, wo man nicht viel drum herum redet, wo man macht und Dinge, Ergebnisse sieht am Ende. Man kann stolz darauf sein, etwas zu erschaffen, an dem sich andere Leute erfreuen können. Wie Herr Stummer an der Stelle sagen würde, wir sind, glaube ich, alle ziemlich sexy heute Abend. Und somit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch. Sieht grad erst los, ich will noch so viel sehen. Will gegen die Wand fahren und wieder aufstehen. Will der größte Optimist sein, wenn's tagelang regnet. Ganz besonders freut mich, dass dieses Jahr wieder zum wiederholten Male die Firma Sto AG ihren Industriepreis für uns vergibt. Ja, vielen Dank, Herr Krumann, für die kurzen einleitenden Sätze. Ja, es ist schon fast Tradition, dass wir den Industriepreis sponsern für wir wählen dann eine Arbeit aus, die in unseren Augen die beste ist.
Ich darf es kurz verkünden, das ist die Janine Wolf. Die Arbeit von der Janine Wolf, ist die da? Die hätte den Preis. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kommen Sie kurz hoch. Ich hoffe, dass viele nachhaltige Arbeiten damit auswirken können, dass die Leute, für die sie arbeiten, viel Freude an dem haben, was sie jeden Tag gestalten. Herzlichen Dank, Firma Stoh AG. Gerne. Liebe junge Gesellinnen und Gesellen, eure Lehrzeit ist um, aber die Zeit geht weiter. Kurzer Zeitvergleich. Es ist jetzt 19.41 Uhr. Ich stelle jetzt mal unseren Alarm auf 10 Minuten. Das können Sie auch gerne tun. Sie finden einige Uhren auf den Tischen. Bevor der Wecker nach 10 Minuten klingelt, bin ich mit meiner Rede fertig, versprochen. Ich habe gesagt, die Zeit fliegt. Das ist natürlich schlecht, aber es hat auch sein Gutes. Nämlich, du bist der Pilot oder die Pilotin. Und du bist zu besten Bedingungen unterwegs. In einer Zeit und in einem Land mit Frieden und Freiheit, Wohlstand und einer sozialen Marktwirtschaft, die jedem beste Chancen bietet. Deine Zeit ist jetzt. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Liebe Gesellinnen und Gesellen, ich freue mich sehr, Ihnen heute Ihre Gesellenbriefe übergeben zu dürfen. Ihr kriegt euer Zeugnis, euren Gesellenbrief und ein leckeres Getränk. Glückwunsch zur Gesellenprüfung. Und sich somit den Innungspreis für das beste Prüfungsergebnis 2021 erkämpft hat. Ich freue mich sehr, Herrn Moritz Peterlik auf die Bühne zu bitten. Meine Hochachtung gegenüber einer tollen Leistung, die Maler- und Lackiererinnung belohnt ihn für die beste Arbeit der diesjährigen Gesellenprüfung unserer Innung mit dem Innungspreis 2021. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Bitte ich alle Junggesellen und Gesellinnen, das Glas zu heben. Ich erkläre, dass ihr nun Gesellen seid. Zum Wohl.